Also vor circa 35 Jahren kam der erste Außendienstler bei uns im Geschäft und hat uns so Regenmäntelchen für Hunde angeboten. Da kann ich mich noch prima dran erinnern, da stand ich mit meiner Frau zusammen und habe gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, jetzt ziehen die Menschen schon dem Tier einen Mantel an. So was kaufen wir auf gar keinen Fall. Doch nachdem der Vertreter raus war, am gleichen Tag kam eine Kundin rein und hat erzählt, sie hat einen Hund, der hat also so eine entzündete Oberdecke und wir haben ja so Regenwetter, ob sie das nicht schützen kann, damit sich das nicht weiter entzündet, sondern abheilt. Haben wir uns daran erinnert, haben die Decke bestellt, die Kundin war super begeistert. Das war für uns der Einstieg in Hundemäntelchen. Das, was es heutzutage alles gibt, das zeige ich Ihnen jetzt gerne. Oh, hallo Katja, was machen Sie denn hier? Ja, ich sortiere hier gerade die neue Kollektion für diese Saison. Aha. Und mal gucken, was wir alles so die für neue unsere Kollektion. Ja. Lederhosen. Für mich? Bisschen zu klein, oder? Ach, Quatsch. Meinst du, kriegen wir an? Ach, das kriegen wir an. Da kriegen Kein wir Problem. Mich rein? Natürlich. Da erzählen die alle, ich wäre dick. Das kann ja gar nicht, wenn ich da reinpasse. Ja. Lederhose gibt es jetzt für einen Hund. Das ist für einen Junge und das für ein Mädchen? Richtig, das ist hier für so Jungs, kann man die anziehen. Und die hier für Mädchen eben halt, wenn man so auf ein Oktoberfest geht, kann man den Hund direkt mitnehmen. Und das ist jetzt nur ein Joke oder ziehen die Leute Nein, das wirklich an? Es ziehen wirklich die Leute so an. Beziehungsweise die Hunde natürlich. Ja, natürlich die Hunde. Ich glaube nicht, dass wir mich da reinkriegen. Wir können ja gleich mal einen Selbstversuch starten, aber ich glaube, das hat nicht viel Erfolg. Und hier sehe ich Hochzeitskleid und Hochzeitsanzug mit ja. Binder. Richtig, es gibt Leute oder Kunden, die sagen, unsere Hunde, die gehören zusammen. Und die haben gesagt, die sollen dann auch heiraten. Das sind alles so Joke-Sachen. So. Aber die gibt es auch in verschiedenen Größen? Gibt es auch in verschiedenen Größen. Na klar, es gibt von ganz klein bis mittelgroß. Das ist schon das Größte, was wir jetzt haben. Also, und die haben wir auch alle vorrätig? Die haben wir auch vorrätig, ja. Ja, toll. Ja, und hier? Da haben wir einen hier. Das ist so ein Bademantel, kann man den Hund anziehen. Oder Bademantel. Oder man kann es auch, wenn jetzt Karneval ist, so als Joke, kann man das auch machen. Das ist alles kein Problem. Ja, unser Mantel, ich meine, das ist ja alles lustig als Joke. Aber müssen denn Hunde so Mäntel haben? Ist das denn wichtig oder nicht? Es gibt Hunde, die in der Wohnunghaltung sind. Die haben nicht so viel Unterwolle, nicht so viel Fell natürlich. Und die frieren auch schon mal zwischendurch, wenn die auch rausgehen. Und dann ist das natürlich praktisch für sowas. Dann kann man sind ja heute die meisten Hunde, die nur noch in der Wohnung leben. Den Zwingerhund, den Kettenhund, die gibt es ja so gut wie gar nicht mehr, Gott sei Dank. Ja, und wenn die immer in einer warmen Wohnung, womöglich noch auf Fußbodenheizung legen, dann ist den eh warm und von Natur aus kriegt ja auch ein Hund einen Sommer- und einen Winterfell. Und wenn der immer in eine schöne, geschützte Wohnung ist, hat er quasi Sommer wie Winter Sommerfell. Und wenn er dann da draußen geht, dann friert er tatsächlich. Und dann muss man dem Mäntelchen anziehen. Das machen wir ja auch. Warum nicht auch unsere Lieblinge? Genau. Ja, und was haben wir hier noch? Ist hier noch was anderes? Ja, hier sind das sieht aus wie ein Schlafsack? Nee. Nee, es ist kein Schlafsack, das ist auch ein Parker für den Hund, ja. Für im Winter. Das wärmt auch, das ist mit Vlies, mit Fellkragen, künstlichen Fellkragen auch. Und wenn es zum Beispiel schneit oder regnet, ist regenabweisend, atmungsaktiv und sehr warm hält dem Hund. Und ja, er friert dann nicht. Ja, ne? Toll. Können wir sowas mal sehen, wie das dann so ein Hund aussieht? Können wir gerne machen, das ist kein Problem. Ja? Besorgen Sie uns mal einen Hund? Ja, kann ich machen. Ja, dann holen Sie mal einen, ja. Dann gucken wir uns jetzt mal an. Gut, mache ich. So. Ah, da haben Sie schon einen. Ja, da habe ich eine kleine Maus. Eine Maus? Ich dachte, du wärst ein Hund. Bist du ein Hund oder eine Maus? Ein kleiner Süßer. Ein kleiner Süßer. Guck ja. Mal, was wir hier haben. Ihr den oder? Ja, ich würde sagen, dass wir den hier nehmen, weil das von der Größe her schon passen könnte. Passen also, könnte? Ja, also es passt. Man muss genau darauf achten, dass es auch passt. Ja, und wo muss ich da drauf achten? Vom Bauchumfang her, von der Länge her, dass auch alles schön eingedeckt ist vom Hund, von der Rückenlänge. Dass sogar es bis Kragen zum Umkrempeln, aber ja. Hallo. Und der modebewusste Hund trägt heute blau, ne? Genau. Ist auch eine sehr schöne Farbe. Sieht man auch abends in der Dämmerung. Ja. Ja. Und hier ist der Reißverschluss, da kann man den Hund reingucken, oder? Nee, wenn man jetzt ein
Geschirr anhat, also wenn der Hund das ein Geschirr anhat, kann man hier die Leine dran machen, dann kann man ein Stückchen zumachen und es kommt auch kein Regen durch. Ist regenabweisend. Ja. Wetterfest. Guck mal, da bist du wetterfest gekleidet. Ja, und kann ich solche Mäntel für jede Hunderasse? Ist das nicht jeder Hund, der eine ist länger, der andere ist kürzer, höher, niedriger? Das ist alles egal? Oder gibt es da passende Kleidung für die passende Rasse? Es gibt auch die passende Kleidung für die passende Rasse. Na klar, es fängt von der Größe 20 cm an bis zu 80 cm. Das ist ja schon ein richtig großer Hund, den wir da einkleiden können. Genau. Ja. Und man muss eben halt gucken, dass es von der Länge her schön passt, dass es hier vom Bauch her auch, vom Umfang her passt. Er muss ja auch noch, wenn das ein Rüde ist, der muss auch noch Pipi machen. Darauf muss man auch achten, weil alles bedeckt ist untenrum auch. Ja, bei der Lederhose muss er aufknöpfen, da kenne ich das ja. Aber ich denke mal, bei den anderen, da ist das schon ab Werk offen. Ja? Genau. Ja, prima. Ja, das sieht doch schön aus. Ja, da fühlt sich auch scheinbar ganz wohl da drin. Ja, also es ist auch wirklich kuschelig warm. Ne, ist das. Die Firma Wolters ist auch ein Wolters-Mäntelchen, sind spezialisiert auf Mops und französische Bulldoggen, weil die eben halt sehr kräftig auch sind und das ist immer ganz schwer, was zu bekommen. Und die haben das so gemacht, geschneidert, dass die richtig schön angepasst sind, diesem Hund. Das heißt also, jede Rasse hat da ihren eigenen Schneider? Verstehe ich das so, oder? Ja, die passen schon die ganzen Rassen eigentlich sehr an. Das heißt also, dieser Mopsmantel passt ein Chihuahua nicht, oder? Nein. Das heißt, man muss also wirklich darauf achten, nicht einfach jetzt mal im Internet gucken, ich habe da einen tollen Mäntelchen und den will ich da mal haben und bestell mir den. Der passt dann womöglich gar nicht. Nein. Man muss es wirklich, also man muss den Hund auch wirklich mitbringen und gucken, um anzuprobieren, ob es wirklich sitzt, von der Rückenlänge, vom Bauchumfang, vom Brustbereich her. Das ist ganz wichtig. Auch. Ah ja, und Wolters hat sich quasi darauf spezialisiert, gerade auf Mops und französische Bulldoggen oder auch nur auf andere Hunde? Also spezialisiert haben sie sich quasi auch auf französische Bulldoggen und Möpse. Und auch für andere Rassen, also wie Schäferhund, Rhodesian Ridgeback. Für so große Hunde haben die auch den passenden Mantel? Ja. Und das haben wir alle vorrätig? Haben wir alles vorrätig. Ja, das hört sich ja gut an. Da bin ich ja mal gespannt, wann Sie vorbeikommen und für Ihren Hund den passenden Mantel haben. Bringen Sie Ihren Mann gleich mit, denn Sie haben ja gesehen, wir haben auch die passende Lederhose. Das schauen wir uns dann hier an. Ja, das ist spannend. Haben Sie noch einen anderen Hund, dass wir noch mal gucken können? Ja, können wir machen, kein Problem. Ja, dann holen Sie mal noch einen. Da gucken wir uns mal den zweiten Versuch an, ob das auch so prima funktioniert. So, da sind wir. Was haben wir denn da für einen schönen? Ein Australian Shepherd Mix. Aha. Ja. Ah ja, du bist aber ein schöner. Und du brauchst auch einen Mantel, du hast doch so ein tolles Fell. Du brauchst eigentlich gar keinen Mantel, ne? Aber der wollte mal im Fernsehen. Hatte vorhin gefragt, habe ich gesagt, komm, okay, wir machen mit dir auch einen Dreh. Nur dann musst du jetzt einen Mantel anziehen, dann kommst du auch ins Fernsehen, ne? Kommt gar nicht im Fernsehen, kommt in YouTube. Ist egal, weiß er ja nicht. So, und für so einen großen Hund haben wir auch ein Mäntelchen. Ja, das ist einer von Wolters auch, das ist die neue Kollektion. Die sind sehr robust, sehr regenabweisend, schöne Qualität. Das ist ein Stoff, den würde ich auch tragen, ja? Und es reflektiert sogar. In der Dämmerung. Ja, ich glaube, wir legen erstmal eine ordentliche Matte unter den Hund, dass er nicht so rutscht. Da bietet natürlich Wolters auch super Matten an, sehr saugfähig. Gerade wenn der nasse Hund mal reinkommt in die Wohnung, dann fühlt er sich auch wohl, so wie wir hier sehen. Ja, das ist die richtige Matte. Jetzt noch, nachdem er das richtige Geschirr hat, auch noch die richtige Jacke. Richtig, ja. Dann zeigen Sie uns mal, was die richtige Jacke für den Hund ist. Der Hund ist natürlich ein bisschen nervös, das ist so Generalprobe. Aber er wollte ja unbedingt mit auf den Film. So, dann haben wir hier diese Jacke von Wolters. Dann ziehen wir die mal an. Schön. Ja, bleib mal schön hier. Ja. Die Katja, die macht das jetzt. Jetzt kriegst du eine ganz, ganz tolle Jacke. So, einmal wird das dann über dem Kopf gezogen. Ja. Prima, alles gut. Stell dich mal hin, Mäuschen. So. Der will lieber auf den Arm. Je größer der Hund, umso lieber auf den Arm. Richtig. So,
Kleidung. So, die schicke Ausgehjacke. Richtig. Die ist aber hinten ein Stück kürzer als gerade beim Mops. Ja. Ist das so okay? Oder? Sollte eigentlich nicht der Fall so sein, weil sonst würde es hier vorne rum nicht passen, weil er sehr schmal vorne rum ist. Deswegen ist das, steht das auch ein bisschen ab. Ja. Und hier hinten etwas kürzer am Popo. Das ist aber nicht tragisch. Das ist jetzt nicht so tragisch. Es sollte nur hier oben rum und die Nieren alles schön bedeckt sein. Also als Regenjacke. So ist ja, der hat ja auch einen nassen Kopf. Es geht ja nur darum, dass er nicht ganz klatschnass ist und ganz auskühlt, sondern dass er einen gewissen Schutz beim Wetter hat. Und dass man nicht, wenn man nach Hause kommt, mit einem klatschnassen Hund kommt, der einem die ganze Wohnung unter Wasser stellt. Ich meine, dafür ist ja natürlich die Decke auch prima. Richtig. Aber er muss ja erstmal die Decke halbwegs trocken erreichen. Ja. Und dafür ist mit Sicherheit dieser Mantel gut. Richtig. Und der Reißverschluss oben wieder genau das Gleiche. Da kann ich dann die Leine durchführen. Ja, kann ich ja mal vorführen. Dann macht es dann hier auch. Das ist so wie eine, so eine Gummilippe. Super. Und das ist, wenn das angeleint ist, ist das dann auch wasserdicht. Richtig, dann kann man das wieder hier zumachen. Zieht man hier hoch. Ach so, und runter. Von beiden Seiten, genau. Dann passt sich das also auch schön an. Und dann ist alles so, da kommt dann auch kein Regen, nichts durch. Ja, das sieht doch gut aus. Das ist ja wohl eine tolle Kombi, ne? Ja, haben wir noch einen Kandidaten, den wir auch noch was anziehen können? Ja, jetzt gehen wir wieder zu etwas kleinerer Rasse. Ja, aber jetzt fühlt er sich auch schon wohl. Ja. War ja am Anfang erstmal der Stress. Das ist ja auch normal. Aber auch eine sehr schöne Leine, muss ich mal sagen. Richtig tolle Haptik, die liegt gut in der Hand. Ist auch super, die ist auch doppelt genäht. Liegt sehr schön in der Hand. Und die Karabiner sind unheimlich sehr leicht, im Gegensatz zu anderen Leinen. Ah ja. Umso größer die Leine auch ist, also von der Breite her, umso größer wird natürlich auch der Karabiner. Ja, ja. Und der Karabiner bleibt gleich schwer. Also ja. Ja gut, dann holen Sie uns den nächsten Kandidaten. Ja, hole ich. So, das ist eine kleine Chihuahua-Dame. Oder will noch eine werden? Will eine werden, genau, ist ja noch ziemlich jung. Ja. Und dann... Aber für einen Chihuahua machen wir ein Kleid, oder? Was machen wir da? Da habe ich mir so gedacht, da ziehen wir mal so ein Regenmäntelchen an. Du kleines Mädchen, hallo. Hallo, du kleines Mädchen. Und dann haben wir natürlich auch eine geeignete Größe für einen Chihuahua, oder? Ja, die haben wir. Ja. Und jetzt gibt es einen Wintermantel oder einen Regenmantel? Wir gehen jetzt rüber zum Regenmäntelchen, weil es fängt ja jetzt langsam an zu regnen draußen. Ist ja noch nicht so kalt, aber für den Regen ist das schon okay. Ja, und das ist jetzt für einen jungen Hund. Einen erwachsenen Hund ziehe ich dann auch einen Mantel an oder nur dem Jungen? Nein, man kann auch einen erwachsenen Hund das anziehen, das ist spät. Das heißt, das sind die nachher gewohnt und dann werden die nicht ewig klatschnass. Im Sommer kann ja jeder mal durch die Pfütze toben und da trocknet, aber im Winter gibt es wie bei uns auch nur Erkältungskrankheiten. Das heißt, dann gibt es einen Regenmantel. Ja, dann ganz ziehen genau. Sie mal den Mantel an. Du brauchst nicht schüchtern sein, ein bisschen. Ja, fein. Ja, fein. Du kriegst aber ein feines Mäntelchen. So schön. Ja, der hat auch eine schöne Länge. Passt. Ist ja ganz so schön bei Regen eingepackt. Ja. Ja, für so einen großen, vor so einem großen Mann hast du Angst, ne? Da kommt da so ein Koloss hier und er erzählt eine Geschichte über einen Regenmantel. Ja, hallo. Ist auch alles schön eingepackt, ja, ne? Ja, totschick sieht er aus und oben auch wieder genau mit einem Reißverschlusssystem. Richtig. Alles ganz, ganz toll. Wenn man beispielsweise kein Geschirr jetzt anhat, sondern nur ein Halsband, gibt es hier oben auch noch so einen kleinen Schlitz, ah ja, wo man den Karabiner von der Leine durchmachen kann. Ne? Ah ja, super praktisch, an alles gedacht. Richtig. Ja, das sind ja wirklich schöne Mäntelchen. Ja, jetzt haben wir hier drei zur Auswahl mal angezogen. Und wie viele Hunde müssen wir haben, damit wir alle Mäntel, die wir hier im Haus haben, einmal angezogen haben? Alleine von Wolters haben wir schon über Tausende von Mäntel. Verschiedene Variationen, Größen, Farben. Ja, und dann haben wir ja auch noch von anderen Firmen da. Das heißt also, da ist mehrere tausend Teile Auswahl. Da sind wir ja besser sortiert wie die meisten Bekleidungsgeschäfte. Ich denke mal, da lohnt sich mal ein Besuch. Aber nicht vergessen, bringen Sie den Hund mit. Denn Sie haben ja gesehen, wie wichtig das ist, die Länge, der Brustumfang, alles muss passen. Der Hund möchte ja natürlich auch gut angezogen sein. Das heißt, ganz wichtig, nicht nur die Regenkleidung oder die wärmende Kleidung. Nee, passen muss er auch,
Ja, und modisch sein, naja, das gehört heute dazu. So, Katja, jetzt haben wir eine ganz große Auswahl an Mänteln gesehen. Ist das alles, was es an Tierbekleidung gibt? Oder gibt es da noch was anderes? Wir haben ja nur Mäntel gesehen. Gibt es da auch Hose oder Hemd? Oder was gibt es da noch? Es gibt Pullover, da gibt es so viele Hundebekleidung noch. Schuhe gibt es, Rettungswesten gibt es. Also Schüchen gibt es, Söckchen gibt es. Mein Gott, so schicke Schuhe. Ja. Sind auch ganz rutschfest, ja? Richtig, da ist auch Profil drunter. Weil wenn man wandern geht in den Bergen mit dem Hund, dass die da keine Verletzungen an den Fußballen bekommen, zieht man eben halt so Schüchen an und dann können die besser laufen. Ich kannte eigentlich immer nur so Hundeschuhe, so als medizinischen Schuh, wenn die Pfote verletzt war, dass man den dann anzieht. Ja. Aber hier sehe ich 4 Stück. Kriegt ein Hund wirklich 4 Schuhe angezogen? Wenn man wandern geht, ja. Wenn man eine Verletzung hat, nein. Dann gibt es spezielle extra dafür. Das ist dann nur ein für einen Fuß, für eine Pfote. Also als Pfotenschutz. Dann. Genau, Pfotenschutz. Ja. Dass die Wunde schön abheilen kann, dass da kein Dreck reinkommt. Ja, kein oder Wasser sich dran, und sowas. Genau. Ja. Die kann man aber auch nehmen für im Winter, wenn Streusalz oder Granulat oder wenn glatt ist draußen. Deswegen ist auch schön der Profil darunter. Ja, dass der Hund auch nicht wegrutschen das kann. Das macht ja auch Sinn. Und der ganze Salz da zwischen den Zähnen, genau, das tut ja extrem weh und scheuert und gibt ja dann Wunden. Und bevor ich dann so einen Heilschuh anziehe, kann ich ja besser vorbeugen. Wie immer im Leben, vorbeugen ist besser als nachher bezahlen. Aber hier die kleinen Söckchen, die finde ich ja hier noch ganz spannend. Ja, wer zieht denn solche Socken an? Ja, die kann man anziehen, kleine Hunde wie auch große Hunde. Das ist, wenn man Parkett oder Laminat... Muss ein kleiner Hund sein sonst. Also ungefähr in der Größe muss die Pfote sein. Und hier drunter ist sogar ein Rutschschutz. Also meine Enkel sagen immer, Opa, wo sind meine Socken, die Klebesocken, damit ich schön auf dem Fußboden laufen kann? Wir haben auch Klebesocken für Hunde. Super Sache. Genau. Dafür sind die so für eine Wohnung, dass sie nicht ausrutschen? Ja, denn genau. Das ist ja nichts für das Wetter. Das ist ja ein richtiger Socken. Genau. Das ist ja verrückt. Ja, und dann, hier sind alles Mäntel. Das sind noch Pullover, die man auch anziehen kann, wenn jetzt so der Herbst kommt, für eine Wohnung. Kann man das zum Tier oder auch draußen anziehen, wenn Wetter ein bisschen kühler ist, dass der Hund nicht friert. Aber eben ist das kein regenfestes, sondern eben Pullover. So, wenn wir auch einen Pullover draußen anziehen, weil eben Sommer vorbei ist und die Zeit mit freiem Oberkörper um ist, dann gibt es also den Pullover. Genau. Ja, und was haben wir hierfür? Sind das Skisäcke oder wer kommt denn hier rein? Nee, das sind nochmal Schwimmwesten, haben wir auch da. Schwimmwesten für den Hund. Genau, wenn man jetzt mit dem Boot fährt oder am Rhein spazieren geht und der Hund ist nur im Wasser, aus Sicherheitsgründen kann man dann nochmal eine... Das heißt, der Hund lernt hier drin nicht schwimmen, sondern da ist eine richtige Rettungsweste. So, wenn man selber aufs Meer rausfährt, hat man ja auch eine Rettungsweste an. Und die zieht man dann den Hund an, damit, wenn der über Bord geht, nicht sofort untergeht. Ganz genau. Also zum Schwimmen lernen ist das nichts. Nein, zum Schwimmen lernen. Das ist wirklich was zum Retten und eben mit einem praktischen Griff. Wie ich sehe, haben wir die in verschiedenen Modellen. Alle eben mit dem prima Griff, damit man seinen Hund auch wieder landen kann, dass er nach der ungewollten Spritztour auch wieder rauskommt. Genau. Ja, da ist ja eine Riesenauswahl. Ist das jetzt alles, was es an Bekleidung für einen Hund gibt? Es gibt noch viele tolle andere Sachen noch. Wir haben so viel Auswahl von Pullover bis Jeanshose, bis Regenmäntelchen, eigentlich alles da. Ja, aber wenn ich ja jetzt so sehe, dass wir ja auch Sommer- oder Herbstbekleidung haben, Regenbekleidung haben, das, was mir jetzt fehlt, ist ja für die nette Hündin das Bikini oder wenigstens für so einen Knaben eine Badehose. Haben wir sowas denn auch im Programm? Leider haben wir sowas nicht da. Die gibt's noch gar nicht? Die gibt's noch nicht. Also hier mal ein ganz wichtiger Aufruf an alle Hundekleidungshersteller. Es fehlen ganz eindeutig Badehosen für den Hund und natürlich für die Dame den Badeanzug oder einen flotten Bikini. Ich denke mal, da erwarte ich in Kürze Antwort von den Herstellern. Wenn ihr sowas haben möchtet, schreibt es mir bitte in den Kommentaren rein. Ich denke mal, das ist ganz wichtig. Vielleicht habt ihr auch noch die eine oder andere Idee, die wir auch noch als Hundebekleidung oder als Modeartikel brauchen, dass wir unsere Hersteller dafür anregen können. Ich hoffe,
dieser Film hat euch auch gefallen. Ihr wisst ja, abonnieren hier unten und nicht vergessen, die Glocke zu drücken. Nur dann kriegt ihr auch jeden Film angezeigt, denn dann sehen wir uns nächste Tage wieder. Wir sehen uns.